Mein Name ist Sabine Schnakenberg. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Haus der Fotografie in den Deichtorhallen in Hamburg in der gerade frisch eröffneten Ausstellung Jerry Byrne Beautiful America. Wir befinden uns schon mitten im Kabinett, wo diese Ausstellung gezeigt wird. Sie sehen auf dieser Aufnahme vier Jungs stehen. Und diese Jungs, die gucken in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich genau in die Laufrichtung und in den weiteren Verlauf der Ausstellung hinein. Zwischen diesen ganzen Handabzügen tauchen immer wieder großformatige Abbildungen von Motiven von Jerry Byrne auf, wie zum Beispiel dieses hier. Sie haben es hier zu tun mit einem Bild, was Rassismus verbildlicht. Und zwar ist das gar nicht offensichtlich der Fall, sondern Sie können es nur an einem kleinen Detail erkennen. Sie sehen diesen Mann, der ganz erregt ruft und zeigt. Und Sie sehen diese Frau, die uns in erster Linie erstmal an Marilyn Monroe erinnert. Und sie trägt eine Uniform, Jacke oder so ein Hemd. Und genau an der entscheidenden Stelle, wo früher bei der Wehrmacht die SS-Runen saßen, sitzt hier eine Bezeichnung, ein durchgestrichenes Ungleichzeichen, was bei rassistischen Tendenzen in den USA als Kennzeichen eingesetzt und genutzt wird. Hinter mir eine nächste Großvergrößerung, die ich der Serie Missing Persons, The Homeless entnommen habe. Wir haben auf der einen Seite also die Präsentation der Serie und dann ein Motiv, was an der gegenüberliegenden Wand vergrößert auftritt. Das Motiv ist klar, ein kleiner weißer Junge bedroht einen kleinen schwarzen Jungen leicht spielerisch, aber auch leicht ernst mit einer Pistole, mit einer Spielzeugpistole. Diese großformatige Aufnahme markiert wiederum den Endpunkt oder räumlich den Schlusspunkt der Ausstellung. Wir gehen dann raus in die Halle und haben jetzt die Aufgabe vor uns, eine ellenlange, 25 Meter lange Wand zu bespielen mit relativ kleinen Formaten. Und wenn man eine solche Serie dann zu Ende führt, dann braucht man sozusagen als Übergang etwas Markantes, was wir wiederum realisiert haben durch das Setzen eines Großformats, einer großformatigen Aufnahme, die ein Motiv von Jerry Byrne wiedergibt. Meine Damen und Herren, wir befinden uns am Ende unserer Führung. Ich habe Ihnen aus kuratorischen Gesichtspunkten die Arbeit mit Großformaten hoffentlich ein wenig näher bringen können und bedanke mich sehr herzlich für die Realisierung der Großformate durch unseren Sponsor, die Firma White Wall.